liebe Freunde des guten Gameplays, ich bin's, euer Alex Budes von DGZ, aka Durchgezockt. Ja, und eigentlich wollte ich euch schon längst meinen Erfolg, mein Brüterfolg zeigen mit dem T-Rex, aber leider klappt das nicht. Das scheint doch alles richtig verbuggt zu sein. Es kann ja auch nicht angehen, dass du 7 Stunden dich um ein Ei kümmern musst und quasi daneben stehen musst. Egal, ob du jetzt hier einen super aufgeräumten Raum hast mit Klimaanlage, Feuerquellen, Hitzequellen, aber die sind saumäßig empfindlich und mir sind schon 4 Eier kaputt gegangen und zwar immer kurz, so nach 6 Stunden oder so, immer kurz bevor sie fertig waren. Ja, du kannst ja auch nicht verlangen, dass du 7 Stunden neben einem verfickten Ei sitzt, aber was haltet ihr davon? Ist das viel zu lange, was man dafür braucht, um ein Ei auszubrüten? Was sind eure Erfahrungen mit dem Brutsystem? Ein anderer Kumpel von mir hat es auch versucht mit den Dilo-Eggs, das ist schon der Patch, also schon der 4. Patch, der sagt, die sind komplett verbuggt, verschwinden im Ceiling, verschwinden einfach im Boden oder er kann sie auf einmal nicht mehr greifen. Was sind eure Erfahrungen bis jetzt mit dem Brutsystem? Also ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht. Es gab ja eine wunderbare Mod, eine wunderbare Baby-Dino-Mod. Der hat das eigentlich ganz clever gelöst. Was haltet ihr denn davon bis jetzt? Was sind eure Erfahrungen? Ich will natürlich ein T-Rex-Baby haben, mindestens eins. Und schreibt alles unten in die Kommentare. Ich bin momentan ein bisschen angepisst und ich weiß auch nicht, ob ich die Nacht durchhalte, 7 Stunden jetzt hier neben den Eiern rumzustehen. Das ist ja auch totenlangweilig. Haltet ihr das für übertrieben? Etc. pp. Lasst euren Frust raus. Ich habe auch tierischen Frust, verdammt nochmal. Ich könnte fast kotzen. Aber das werden wir auch noch überlegen. Ja, okay, es ist Early Access. Daran muss man ja immer denken. Ich habe jetzt hier nochmal ein paar weibliche T-Rexe aufgetrieben und dann jetzt hier nochmal eine neue 10-Box für T-Rexe gebaut, wie ihr wahrscheinlich hier im Hintergrund sehen könnt im Video. Ich hoffe, ihr verliert auch nicht den Spaß am Spiel. Zwischendurch war ich schon kurz davor, alles hinzuschmeißen. Ich war am Schreien, am Fluchen, verdammt nochmal, als die Eier auf einmal weg waren oder kaputt waren oder kaputt gingen. Ah, ja, meine Fresse, nee, habe ich einen Frust. Aber egal, das soll mich jetzt hier nicht behindern, das ist nur ein kurzweiliges Problem. Ich kann jetzt nur noch sagen, bald die Baby-T-Rexe fertig sind, oder zumindest eins fertig ist, zeige ich euch den. Und bis dahin kann ich nur sagen, ich bin der Alex Budes von DGZ. Ich bin immer für euch da und schalt mal wieder ein, wenn es heißt Durchgezockt. Zocken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken.